Thorsten Hauptz, der Trainer von der Vereinigung von Moorbach. Heute im Derby eine klare 3:0 Niederlage. Woran lag's? Wie ist dein Fazit? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an den Hochwald-Zerf. Total überlegene Mannschaft heute. Absolut verdiente Niederlage für uns. Wir kamen irgendwie nicht so richtig ins Spiel, muss aber auch ehrlich sagen, Hochwald-Zerf hat heute sehr, sehr gut gespielt. Ist in der ersten Minute schon gleich in Führung gegangen. Man hat gesehen, dass sie bissiger waren, williger waren. Im Endeffekt haben wir jedes Duell auf dem Platz verloren, vom Torwart bis zum Linksaußen haben wir jedes Duell verloren und dann kann man halt natürlich nicht gewinnen. Und Hochwald-Zerf hat es aber auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, man hatte das Gefühl, es war wirklich ein gebrauchter Tag. Irgendwie hatte man die Meinung, ihr wart bei den Toren in der Kabine. Das 1:0 in der zweiten Minute, das 2:0 direkt nach der Pause. Waren die Jungs zu motiviert? Wollten sie zu viel? Glaube ich nicht, dass wir übermotiviert waren. Wir waren auch motiviert. Also wir wollten schon hier ordentlich Fußball spielen. Wir wussten, dass es schwer wird. Ja, egal welches Tor und wann es fällt, gehen Fehler voraus. Die haben wir gemacht heute zuhauf. Und dann kann man halt kein Spiel gewinnen. Natürlich, das kann auch in Derbys passieren, gerade wenn man sich so kennt und alle Spiele bisher so ausgeglichen waren. Also ihr seid ja doch in der Spitzengruppe, ihr seid doch in diesem Jahr schon etwas am Zuge. Wie siehst du die kommenden Spiele? Und habt ihr Verletzten zu beklagen? Ja, wir haben viele Verletzte zurzeit. Wir haben heute zum Beispiel 10 Mann gefehlt. Aber das ist keine Ausrede. Wir haben heute auch eine Rheinland-Liga-taugliche Mannschaft auf dem Platz gehabt, die auch heute hier hätte gewinnen können, wenn wir besser Fußball gespielt hätten. Das haben wir heute nicht und deswegen geht das ja auch klar in Ordnung. Für die Zukunft müssen wir sehen, dass wir die Verletzten vielleicht nochmal an Bord kriegen, dass wir da mehr Auswahl haben. Und dann vielleicht die ganze Sache ein bisschen entspannter wird und wir werden auch wieder Spiele gewinnen. Prima, wir wünschen euch viel Glück. Fakt ist, ihr seid oben dabei. Dazu drücken wir euch die Daumen und toi toi toi, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke.